Bitte. Hallo, guten Tag, Georg Steiner. Ja, mein Name ist Annette Körner. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ich rufe Sie wegen Ihrer Meldung bei Secret ab. Was für eine Anmeldung? Sie haben sich für Online-Fernsehen um das Geld und eins verdienen registriert. Wann habe ich denn das gemacht? Wie bitte? Wann denn? Wann? 23. So September. Sie haben. 23. September, aber das war jetzt einen Monat später, haben wir es schon, ja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir drei Telefonate, wo mal wieder sehr seriöse Menschen an der Leitung sind. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefongesprächen. Ja, aber wir haben schon telefoniert, aber sie nicht antworten. Aha. Ja, also, Sie können jetzt Aktivierungen machen und online Geld online zu verdienen. Möchten Sie, oder? Wenn ich mit so einer kriminellen Firma. So, möchten Sie noch ein bisschen Information, richtig? Was für Information? Über unsere Plattform, unsere Firma. Möchten Sie? Ja, wie heißt denn Ihre Firma? So, Secret App. So, haben Sie jetzt Zeit? Wofür? Ja, so, ich kann ein bisschen erzählen. Sie will arbeiten mit automatischem System. Ja, so, das ist ein Roboter, der für Sie die Deals automatisch öffnet und schließt wird. So, aber damit das System so richtig funktioniert, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe. Also mit einem Finanzberater, der seit langer Zeit auf dem Finanzmarkt berufstätig ist. So, diese Person, Finanzberater, wird Sie immer beim Handel begleiten, alle automatischen Einstellungen für Sie erstellen und natürlich den Finanzmarkt für Sie analysieren. So, das ist Roboter, das ist automatisches System. Verstehen Sie? Nee. So, das ist Online-Fernsehen, also vielleicht mit Euro oder Dollar. So, und Sie haben Gewinn, das ist... Also es ist schon der absolute Kracher, was sich die nette Lady hier so alles zusammenreimt und zusammenstottert. Denn alles, was sie da so erzählt, ist ja eigentlich nichts anderes als irgendein komisches Blabla, ohne Hand und Fuß, ohne Inhalt. Hauptsache, sie hat irgendwas Tolles erzählt. Tja, was sie hier von diesem Roboter erzählt, der existiert einfach nicht. Den Roboter, den sie hier meint, ist der MetaTrader 5. Das ist ja ein Programm, um eben seine Trades zu automatisieren. Also zumindest, dass wenn Verluste in Aussicht sind, dass das Programm sofort reagiert und ja eure Handlung auf dem Markt herausnimmt, sodass man eben nicht so viele Verluste macht. Auch bei Profitieren, also wenn man bestimmte Limits nach oben erreicht hat, wo man Gewinne macht, kann das Programm automatisch beenden. Ja, oder eben auch zeitgesteuert traden, also ohne, dass man dabei sitzt. Das gibt man halt alles manuell ein. Es ist aber kein Roboter, es ist nichts anderes als eine riesengroße Zeitschaltuhr mit einem Aufpasssystem, wenn ja die Kurse sich anders entwickeln, als man es vorher angeklickt hat, dann steigt das System halt für euch automatisch aus. Ein richtiger Roboter ist es nicht, eine künstliche Intelligenz auch nicht, weil ihr das Programm letztendlich ja eingestellt habt. Aber solchen Leuten traue ich das jetzt hier tatsächlich nicht zu, dass die mit solchen Programmen umgehen können. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall, dass egal, was sie uns jetzt hier für schöne Geschichten erzählt, dass das Geld, was ihr da investiert bei solchen Firmen, das landet bei denen auf dem Privatkonto, vielleicht nicht beim Mitarbeiter, aber beim Chef. Und der kauft sich davon einen schönen Porsche. Aber ihr handelt mit dem Geld definitiv nicht. Wenn man Glück hat, bekommt man hier ein Demokonto, wo einem vorgegaukelt wird, dass man da handelt. Aber mehr ist es denn am Ende auch nicht. Denn eure Kohle ist schon lange weg, sobald ihr die eingezahlt habt. Immer arbeitet für Sie und Sie immer haben Gewinn.
eben Online-Geld. Ja. Und, tja, und dann ist die Leitung von der netten Mitarbeiterin plötzlich ganz komisch. Das, was man hier hört, könnte tatsächlich sein, dass einfach viel zu viele Leute über einfach eine viel zu schlechte Telefonleitung telefonieren und das Datenvolumen, was eben durch die Leitung kann, zum Beispiel eine 100.000er Leitung, ist einfach an der MBit-Zahl an der Grenze. Nun teilt sich das Gespräch auf alle auf und alle Gespräche werden schlechter. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Es ist schon Wahnsinn, was die da alles veranstalten. Also qualitativ ist das hier echt schon grenzwertig. Man versteht die überhaupt nicht mehr. Aber es wird gleich wieder ein kleines bisschen besser. Alle machen nur Finanzberater und diese Roboter. Sie mussten nur sprechen mit Finanzberater und sehen ihr Geld. Wo sie nichts mehr sagen, klingt besser. Wie bitte? Jetzt, wo sie nichts mehr sagen, klingt besser. Da weint sogar das Telefon, wenn sie erzählen. Also, Finanzberater, alle diese Systeme, alle diese automatischen Systeme, alle diese Programme erzählen und helfen für sie. Ja. Also, sie muss nur Aktivierungen machen, ihr Handelskonto. Dann, sie haben zwei Anrufe, ja, und eine, das ist Finanzberater, und er erzählt alles. So, sie sollten auch verstehen, dass wir ganz dafür interessiert sind, dass sie so viel wie möglich bei uns verdienen können, weil wir genau nur 1% Provision für ihren Gewinn bekommen. So. Na logisch. Sind die daran interessiert, dass ich Gewinne mache? Und sie bekommt angeblich nur 1% von dem, was ich da an Gewinne erziele. Also, dass das absoluter Quatsch ist, ist, glaube ich, klar. Normale Broker haben vielleicht so 8%, 7%, manchmal sogar auch 10%. Das ist ganz normal, die sie euch von eurem Gewinn abziehen als Gebühr, dass die eben für euch handeln. Oder eben ja als Gebühr für die Plattform, die sie bereitstellen. Ist ganz normal, mit 1%. Na, frage ich mich, wie man da überleben soll, wenn es hier bei 250 Euro eigentlich nur um Centbeträge geht, die man da höchstens mitmachen kann. Denn 250 Euro sind auf dem Trading- und Handelsmarkt tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man da richtig Geld verdienen will, muss man schon bereits richtig viel Geld mitbringen. Denn, naja, hier macht es nur Sinn, im 10.000er, im 100.000er Bereich, idealerweise im Millionenbereich, hier zu investieren. Dann so einen Trade abzuwarten und dann eben die Gewinne richtig fett einzustreichen. Denn man bekommt ja auch nur eine gewisse Anzahl von Prozent ab an Gewinn. Und wenn wir hier von so mickrigen Beträgen sprechen, da kann man ja wirklich nur von Centbeträgen sprechen. Also wie die Firma sich so halten soll, ist äußerst fragwürdig. Ja, da bleibt wieder nur eins über. Die nehmen eure Kohle und machen sich danach aus dem Staub und haben einfach 100% Gewinn. Oh, ihre Gewinn. Ja, wissen Sie, wie viel können Sie verdienen mit uns? Oder? Was? So, wissen Sie, ja, so viel können Sie verdienen mit uns, mit diesem automatischen System? Oder nein? So, mit einer, dieses Aktivierung Ihres Handelskontos, das ist 250 Euro. Und zusätzlich unser Bonus, ja, das ist 100 Euro, können Sie 40, 60 Euro pro Tag und mit unserer Hilfe rund 1.000 Euro pro Monat verdienen. So, die minimale Summe für Aktivierung, das ist 250. Wissen Sie zufälligerweise, wo mein Snickers ist? Wie bitte? Ja, das Snickers. Das ist mir abhanden gekommen am Telefon. Und jetzt suche ich das noch. So, erste, Sie muss Aktivierungen machen und dann am nächsten Woche. Ja, und dann habe ich an dieser Stelle jetzt hier mal einen Schnitt gesetzt, weil jetzt kommt nur noch Gestotter und Gestammel von der Leitung. Also die Leitung ist hier wieder vollkommen hinüber.
Es ist schon der absolute Wahnsinn, was die einem zumuten. Ich verstehe immer nicht, dass das da klappt mit diesem Betrug. Weil letztendlich ist das wirklich alles nur absolut dämlich. Irgendwelches Gestottergestammel, man versteht die kaum. Zusätzlich kommen noch die Leitungsschwierigkeiten dazu, dass die Leitungen da alle kaputt und marode sind. Die Headsets scheinbar aus dem Mülleimer gefischt. Ich weiß es nicht. Aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Das ist halt das Dramatische. Teilt daher sehr gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand auf so einen Blödsinn reinfällt. Es kann tatsächlich passieren, dass Menschen da einzahlen, warum auch immer. Ich meine, es gibt ja nicht nur so eine Hohlbirne, die wir hier an der Leitung haben. Es gibt sicherlich auch den ein oder anderen cleveren Betrüger, der ein bisschen fließender Deutsch spricht. Haben wir ja auch schon gehabt hier auf dem Kanal. Naja, und da sind die Chancen und die Gefahren viel, viel höher, dass das funktioniert. Ja. Hallo, Volkmann? Ja. Aha, ich rede mit Ihnen gerade jetzt und wir haben unsere Verbindung verloren. Ach so. Hallo? Ja. Wer ist hier wieder? Also wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt und das ist rausgegangen. Wir haben zwei E-Mails. Eine einfach als Hallo zu sagen. Und andere E-Mail mit einem Link für Ihr Account zu aktivieren. Haben Sie bekommen die zwei Briefe? Nee. Noch nicht. Aber haben Sie Internet momentan? Internet? Ja, Sie haben Internet. Haben Sie wahrscheinlich so ein Messenger wie Viber? Was ist denn das? Also wie WhatsApp, aber es gibt noch andere Messenger über Telefon wie Viber, Viber, so eine lila Farbe, so ein Messenger wie Viber. Haben Sie so einen Messenger? Nee. Nee. Und WhatsApp haben Sie auch nicht, okay. Dann, ja, dann schauen wir, machen wir Folgendes. Ich gebe Ihnen ein sozusagen Passwort, damit wir uns wiedererkennen, weil Sie wissen schon, da muss man im Internet aufpassen. Also, ich heiße Lea und sagen wir, für welche Fußballmannschaft sind Sie in Deutschland? Für Bayern oder Leverkusen oder für welche Mannschaft sind Sie? Gar keine. Mögen Sie keinen Fußball? Nö, für mich laufen da bloß 22 Trotteln den Ball hinterher. Okay, gut. Na, immerhin hat sie mal was verstanden. Ist ja immer schwierig hier mit solchen Leuten an der Leitung. Tja, aber sie will mir ein Passwort jetzt mit mir am Telefon vereinbaren, damit ich nicht auf irgendwelche anderen Leute reinfalle oder so und ich sie als sie identifizieren kann. Das soll das jetzt hier werden. Also das heißt, wir vereinbaren jetzt hier irgendein Wort, was sie dann das nächste Mal, wenn die Leitung abbricht, nochmal sagt, damit ich dann weiß, dass sie auch sie ist und nicht irgendwer anders. Weil im Internet oder am Telefon muss man ja aufpassen, gibt ja Betrüger, ne? Besonders seriös wirkt sie jetzt hier aber auch nicht. Tja, es ist schon ein starkes Ding, was die sich alles einfallen lassen. Diese Masche gab es tatsächlich früher häufiger, dass die irgendwelche Passwörter mit einem am Telefon vereinbaren wollten, damit man nicht nochmal bei der nächsten Firma, die ja auch garantiert bald anruft, nochmal auf den Leim geht oder sagt, ich habe jetzt hier schon jemanden, damit man da auflegt und da nichts einzahlt. Das ist eigentlich nur der Hintergrund. Damit wollen die sich den dicken Fisch ja festhalten, dass er nicht wegschwimmt und woanders nachher sein Geld versenkt, um dann eben nicht nochmal bei ihr was einzuzahlen. Weil wenn ich schon irgendwo eingezahlt habe, wird ja garantiert dann die Aussage kommen, ich habe gerade erst eingezahlt, jetzt nicht mehr. Ja, und das wollen die damit verhindern. Tja, das ist schon abartig, ne, wie die sich ihr Geld festmachen wollen. Was mögen Sie denn? Also, welche Stadt in Deutschland mögen Sie am liebsten? Oder in Europa? Welche Stadt gefällt Ihnen am liebsten? Welche Stadt? Ja, welche Stadt? Ich mag Düsseldorf persönlich.
weil ich habe dort gelebt. Und welche Stadt mögen Sie? Aus Deutschland. Ja, aus Deutschland. Das wird unser Passwort, damit wir uns wieder erkennen. Damit, wenn ich anrufe, ich sage dann, Herr Wurstwasser, welche Passwort haben wir? So ein Sicherheitswort. Damit Sie wissen, dass wir Sie anrufen und keine andere. Verstehen Sie? Also, sagen wir Düsseldorf. Ist okay? Ja. Das ist mein Lieblingsstadt. Also, okay, gut. Dann passen Sie auf. Wir werden Sie in 10, 20 Minuten anrufen. Und schauen Sie mal bitte in Ruhe, wo haben Sie Ihre E-Mail-Adresse? Auf Ihrem Handy oder auf Computer? Auf dem Computer. Auf dem Computer. Und jetzt, wenn Sie da drauf drücken, so auf diese runde Pfeil, dann ist was passiert. Kommt etwas, Sie sind in Ihre Inbox drinnen. Was denn für ein runder Pfeil? Also da oben links, so oben links, gibt es so ein halbrunde Pfeil, so. Und wenn ich da drauf drücke, dann bekomme ich Post, dann bekomme ich neue Post. Haben Sie das gemacht? Also wissen Sie, was noch eine Frage? Ist das wahrscheinlich hinter diese App-Zeichen? Ist das MDCC-Fan oder Direktfan? Das geht beides. Okay, weil so, ich muss das auch so gucken. Warten Sie mal. Also, bei mir steht, dass wir 2 Briefe geschickt haben. Ein Brief einfach von Lea Rottenberg heißt und zweiten Brief steht, hallo lieber Herr Wolfgang Fußwasser, hier ist Link zu Ihr Handelskonto. Also, und dass wir Sie gleich anrufen. So. Haben Sie irgendwelche bekommen? Nee. Oh, das ist aber komisch. Das ist echt komisch. Ich hatte sowas noch nicht. Wahrscheinlich kommt das in einigen Minuten dann. Dann wenn Sie noch nicht mit liebe Dame Becker sprechen, ich gebe dann Frau Becker Telefon und wenn wir dürfen, dann wir warten, bis die Mail ankommt und dann oder schreiben Sie uns etwas zurück, okay? Und wir werden Sie gerne anrufen. Aber ich glaube, dass die Frau Becker möchte Ihnen tolle Weihnachtsgrüße noch schicken, ja? Okay, dann geht's, Frau Becker. Ja. Wolfgang? Ja. Hallo? Ja. Ich bin Kirsten Becker. Ich wünsche Sie beste Nacht und Weihnachtsgrüße. So. Guten Abend. Danke. Ich habe euch verarscht. Was haben Sie gesagt? Ich habe euch verarscht. Haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Okay. Grüße, Grüße auch. Dann, schönen Abend. Wo sind die andere? Oh, oh, oh. Also die war ja wirklich total verwirrt. Tja, also die wollte erstmal noch weitermachen. Wahrscheinlich hat sie in ihrem Oberstübchen ein bisschen gerattert. Was das wohl bedeutet, ich hab euch nur verarscht. Ja, bis es ihr dann irgendwie von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen ist.
Da wollte sie ja dann ganz schnell auf einmal dann doch das Gespräch beenden. Ich find's immer wieder absolut wahnsinnig, was die da alles für Sachen auffahren. Ich meine, hört euch mal da im Hintergrund den Krach an. Ich meine, die Mikrofone, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist ja quasi direkt von der Müllkippe aufgesammelt. Aber der Krach da im Hintergrund zeigt ja wirklich, dass die da zu Dutzenden sitzen. Also wie 50 Leute hört sich's Minimum an, wenn es nicht sogar noch mehr sind. Die telefonieren ja nicht nur nach Deutschland, um uns hier zu bescheißen. Österreich und Schweiz ist natürlich auch dabei, aber die sind in ganz Europa eigentlich fast weltweit unterwegs. Hauptsächlich ist aber das Ziel Europa. Ja, gibt's auch in den USA, nur da sind die Strafen ein bisschen höher. Da wird nicht ganz so oft betrogen wie hier. Die haben das Problem mit der Telefonabzocke ein bisschen besser als wir im Griff. Ja, auch wenn es da trotzdem Betrug gibt, hier bei uns in Europa sind die Statistiken doch sehr, sehr, sehr böse. Denn Europa ist tatsächlich das Hauptangriffsziel von solchen Telefonaten. Das ist schon wahnsinnig traurig. Was es alles an Leute gibt, die da anrufen und was es alles für verschiedene Maschen gibt. Ich meine, letztendlich ist es ja beim Finanzbetrug fast immer irgendwie das Gleiche. Aber tja, es gibt ja auch wirklich wahnsinnig viele Mitarbeiter, die da ganz dieses Spielchen überhaupt mitspielen. Ich finde es immer wieder verwerflich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nicht ganz genau wissen, was sie da eigentlich wirklich für einen Job ausüben. Uns zu bescheißen. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hören wir auch da nochmal rein. Ja. Hallo, guten Tag. Herr Steiner. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Annette Körner. Ich bin eher persönliche Kontomanagerin von Secret Up. So, Sie haben sich vor kurzem auf unserer Plattform für Online-Kandel mit Finanzanlagen angemeldet, ja? Aber Sie nicht aktivieren Ihr Handelskonto. Ja, also die übliche Masche. Ich habe mein Handelskonto nicht aktiviert. Oh, wie schade. Da muss man doch natürlich direkt die Leute nochmal anrufen, um ein bisschen nachzuforschen, wie man da doch noch an sein Geld kommt. Ach, tja, also wie viel Kontomanager und Handelsmanager und keine Ahnung, was für Leute wir hier schon hatten, die unser Konto aktivieren wollen. Da kann man schon gar nicht mehr mitzählen. Mittlerweile gehen die Telefonate hier schon in die Tausenderstelle, die ich hier bereits geführt habe auf dem Kanal. Es ist absolut Wahnsinn. Und das Ganze nimmt, das hört nicht auf, es nimmt auch nicht ab. Es bleibt bestenfalls gleich, trotz des neuen Datenschutzgesetzes, was wir ja nun schon eine Weile haben. Es nimmt einfach kein Ende. Es wird eher mehr als weniger. Aha. Hören Sie mich? Mhm. So, sagen Sie mir bitte, welche Schwierigkeiten haben Sie und warum Sie nicht aktivieren Ihr Handelskonto? Ja, ich fand das unseriös. Nochmal bitte? Ich fand's unseriös. So. Und vielleicht möchten Sie jetzt aktivieren Ihr Handelskonto? Nee. Also ich frage mich, warum die nette Dame fragt. Wenn sie die Antwort, die ich ihr gebe, nicht verarbeiten kann. Ich habe ihr doch jetzt hier klipp und klar gesagt, ich fand das unseriös. Und dann fragt sie trotzdem, ob ich das Konto noch aktivieren möchte. Nee, warum nicht? Sie haben kein Interesse, online Geld zu verdienen? Ich fand es unseriös bei Ihnen. Nochmal bitte? Ich fand es unseriös bei Ihnen. Aber Sie haben angemeldet, so Sie haben Interesse, arbeiten zusätzlich mit automatischen Systemen, so mit Aktien, Krypto oder Bitcoin oder was Sie möchten wollen, ja? Ja, genau. So, und zu starten, Sie muss aktivieren, ja? Sie brauchen Startkapital für Ihr Handelskonto und dann Sie starten mit automatischem System und wir geben für Sie fachliche Hilfe, somit eine Finanzberater. Also, ich sollte ja nun meinen Satz gefühlte tausendmal wiederholen. Und ich habe ihr nun wirklich mehrfach gesagt, dass ich das unseriös fand. Das interessiert die gar nicht. Und sie antwortet einfach, ja, aber sie haben sich ja registriert. Und das Konto muss jetzt noch aktiviert werden. Also, da fragt man sich wirklich, was soll denn das werden?
So, wann Sie haben Sie Erfahrung? Warum wollen Sie denn das wissen? Was nochmal spielt bitte? Das für eine Rolle? Können Sie ein bisschen lauter? Was spielt denn das für eine Rolle? So, haben Sie Erfahrung mit Was Aktien spielt denn oder das für eine Rolle? Okay, so Sie können arbeitet zusammen mit unserer Finanzberater. Ja, wir haben Top-Finanzberater und jetzt wir haben freien Platz in der Gruppe mit diesem Finanzberater, ja. In der Krabbelgruppe. Also, nochmal bitte? In der Krabbelgruppe. Das ist kostenlos. Ja, so, Sie nur brauchen Startkapital zu Ihr Handelkonto. Aber unsere Finanzberater, unsere Gruppe und unsere Plattform für Sie kostenlos. Ja? So. Brauchen Sie Informationen über System? Nee. Oder ja? Nee. Nee. Okay, so sind Sie bereit, aktivieren Ihr Handelskonto? Nee. Warum? Na, habe ich doch gesagt eingangs. Ich finde Sie unseriös. Okay. Also, vielleicht ich kann schicken für Sie alle Informationen per E-Mail oder per WhatsApp. Also machen wir dann unseriös weiter. Nochmal bitte? Also machen wir dann unseriös weiter. Ja, ich kann schicken ihr alle Informationen und dann wir können kommunizieren per E-Mail oder per WhatsApp. Aha. Was besser für Sie? Ja, am besten per Telegraph. Telegraph? Mhm. Piep, 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 piep. Das ist nicht laut. Was? Haben Sie sowas nicht? Also man kann sich nur immer wieder in den Kopf fassen und fragen, was wollen die jetzt eigentlich noch von einem? Also, ich meine, ich habe doch nur wirklich von Anfang an des Gesprächs gesagt, ich fand das unseriös. Ich meine, ihr habt angerufen und gefragt, warum ich kein Geld investiert habe. Habe ich ja nur beantwortet, in verschiedenen Varianten. Also, wie oft braucht sie es denn jetzt noch? Also, es ist schon irgendwie absolut fragwürdig. Die rufen an, fragen einen irgendeinen Quatsch und man antwortet und die verstehen es gar nicht. Also, wozu stellen die denn jetzt bitte eigentlich ihre Fragen, wenn sie die ja nicht mal verarbeiten können? Also es ist schon irgendwie komisch. Aber umso erschreckender ist es einfach wirklich, dass da Leute wirklich immer noch ihr Geld einzahlen. Ich meine, vielleicht nicht unbedingt bei ihr hier, aber tja, ich meine, die Stimme, bin ich der Meinung, dass ich die auch schon des Öfteren mal an der Leitung hatte. Also muss die ja auch Erfolg haben. Ich meine, sonst schmeißt man die ja raus, wenn die nichts bringt. Super schade. Okay, ich schicke alle Informationen per E-Mail. Wir können die ja auch per Hubschrauber schicken oder Brieftaube. Ich bin ja mal so ein Briefschwan und da passt ein bisschen mehr drauf. Oder eine Postente. So, Gerald.Steiner. Das ist Ihr E-Mail-Adresse, ja? MDCC von D. Das kann sein, ja. Okay. Ach so, ich sehe, dass Sie haben alle Informationen und ja. Über System und über Berater, ja? Ja, genau. Aber Sie nicht aktivieren Ihr Handelskonto und ich sehe, dass Sie haben eine Mahnung. Aha, sehr interessant. Lustig. So, Sie muss oder aktivieren Ihr Handelskonto. Wie kann man denn bei einem kostenlosen Konto eine Mahnung bekommen? Das würde mich mal interessieren. Noch. Wie kann man denn bei einem kostenlosen Konto eine Mahnung bekommen? Moment, wir sehen. Was steht denn da Schönes drin? Also, Sie muss aktivieren Ihr Handelskonto, ich habe hier gesagt. Mhm. Oder. Also, man ist gesetzlich dazu verpflichtet, das kostenlose Konto
kostenpflichtig zu aktivieren. So, dann, aha, wenn sie möchte nicht aktivieren, sie muss Geldstrafe zahlen. Ich dachte, es ist kostenlos, das Konto. Warum muss man denn dafür Geld bezahlen? So, Sie haben angemeldet, ja, aha, auf unserer Platz. Nee, ich habe mich auf einer, ja, illegalen Werbeseite angemeldet, nicht bei Ihnen. Und dann bin ich einfach ich bei Ihnen raus. Ich habe alle Informationen, das ja, und ja, wenn Sie nicht, wenn Sie Überweisung machen, wer muss sagen zur Polizei, zur Bank und zur Sufa, ja, alle Informationen. Das ist schön, das mach mal, dann können wir euch gleich einlochen und komplett den ganzen Laden dicht machen, wenn ihr da zur Polizei geht. Das ist gut, macht es mal. Ja, also ja, sie muss oder zahlen oder wir gehen zur Polizei. Ja, so, genau, dann geht ihr zur alle Polizei, das ist schön. Unser genau Anruf ist fertig und ich wünsche Ihnen schon Tag. Alles klar, bis dann, du Betrüger. Also, es ist schon immer wieder interessant, was die sich Neues einfallen lassen. Also hier bei ihr bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt verstanden hat, was wir gesagt haben, weil letztendlich kam sie ja dann mit diesem komischen Mahnungsding dann doch noch um die Ecke, also weiß ich nicht. Und sie hat ja gesagt, das ist ein kostenloses Konto, kostenlose Berater und ich muss mein Konto aktivieren. Wenn ich es nicht aktiviere, das kostenlose Konto mit 250 Euro, dann muss ich dieses kostenlose Konto mit einer Mahnung bezahlen. Eine Strafgebühr und man geht zur Polizei und die wollen meine Daten melden. Naja, dann macht mal. Also es ist schon irgendwie absolut wahnsinnig. Also wie verzweifelt kann man denn eigentlich sein? Das ist ja hier tatsächlich, vielleicht ist das wirklich so, dass die Tante überhaupt nichts verkauft, weil, naja, sie versteht ja nicht, was man sagt. Und vielleicht ist das ihre persönliche Note oder persönliche Masche, um dann doch noch irgendwie an Geld zu kommen. Ein verzweifelter Versuch, den eigenen Job zu retten? Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Art muss es ja sein, denn was soll denn das sonst bitteschön für einen Sinn ergeben? Absolut unterirdisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, zeigt es mir gerne mal mit einem Daumen nach oben. Wer mag, es gibt auch Kanalmitgliedschaften auf dem Kanal hier. Direkt unter dem Video gibt es den Button Mitglied werden. Da kann man, wenn man möchte, einen kleinen monatlichen Beitrag zur Unterstützung vom Projekt Callcenter Abzocke dalassen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos. Schaut doch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.